Licht an. Unter hellem und neuem Licht erstrahlt der Innenraum der St. Jakobuskapelle in Oberschleißheim. Nach über 15 Jahren der aufwendigen und kostspieligen Sanierung freuen sich Bürgermeister Markus Böck und Elisabeth Ziegler über den Anblick der fertiggestellten Kapelle. Elisabeth Ziegler kennt das Bauwerk seit Kindheitstagen und blickt nicht gerne auf den Zustand des Gebäudes vor der Sanierung zurück. Es war eine Ruine, kann man sagen. Also bis auf die Bodenplatten war alles verkommen. Da haben sich Tiere gehalten und es war alles in einem ganz miserablen Zustand, muss man sagen. Nun erstrahlt die Kapelle im neuen Glanz. Bis ins Jahr 955 geht die Geschichte des Gebäudes zurück. Damit ist es eines der ältesten kirchlichen Bauwerke im Landkreis München. Für Oberschleißheims Bürgermeister Markus Böck hat sich die jahrelange Mühe ausgezahlt. Also wenn man das Ergebnis sieht, dann hat es sich definitiv gelohnt. Und eben auch für die kommenden Veranstaltungen und Feiern, die man hierin dann vollziehen kann. Nicht nur die Trauerfeiern, die man hierin machen kann, sondern eben auch für kleine Kammerkonzerte, Ausstellungen oder ähnliche Sachen. Ja, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, das kann man gar nicht genau deklarieren. Aber ich freue mich halt wahnsinnig, dass es gelungen ist. Viele Oberschleißheimerinnen und Oberschleißheimer konnten die Jakobuskapelle auf dem Friedhof Hochmutting seit Jahren nicht mehr betreten. Doch pünktlich zum Jakobitag an diesem Sonntag wird die Kapelle nun von Reinhard Kardinal Marx eingeweiht.